Spital fühlt sich also gut geschützt, sagt Karl Lauterbach. Darüber müssen wir sprechen mit Michael Kur. Er ist Personenschützer, uns jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Kur. Schönen guten Morgen. Also ohne zu viel zu verraten jetzt, wie genau schützt man denn einen Karl Lauterbach, einen gefährdeten Minister? Also nicht nur Herr Lauterbach, alle Minister leben im Moment sehr gefährlich. Ja, sie sind gefährdet. Ich denke, sie sind die gefährdetsten Menschen in Deutschland. Und ein Glückwunsch an alle Personenschützer von der Polizei, dass sie es bis heute geschafft haben, dass unsere Politiker gesund geblieben sind. Ja, also top, die machen einen Top-Job. Und das Ganze funktioniert natürlich nur mit einem super Team, wo die Kommunikation stimmt und auch Manpower genügt da ist, um eben für Schutz zu sorgen. Das ist ja mehr als nur ein 24-Stunden-Job. Was sind denn die Situationen, wo Sie sagen, da wird es mir als Personenschützer Angst, das sind die Situationen, wo ich Ministern eher davon abrate? Ja, das ist natürlich da, wo viele Menschen sind, da wird es gefährlich. Ja, weil das ist alles schwer einzuschätzen, ob da Menschen sind, die psychisch gestört sind, die Amokläufer sind oder die einfach wirklich die Nerven verlieren, weil eben teilweise die Politik hier nicht verstanden wird und viele Menschen verlieren ja ihre Existenz. Und da kann es vorkommen, erst recht, wenn man sich mit der Schutzperson in der Masse begibt, dass da jemand bei ist, der komplett seine Nerven verliert, weil er eben halt mit seinen Nerven am Ende ist. Haben Sie persönlich mal so eine Situation erlebt? Was war für Sie in Ihrem Job die brenzligste Situation, die Sie so erlebt haben? Wir arbeiten in einem großen Team und wenn es denn dazu kommt, dass da ein Angriff kommt auf unsere Schutzperson, dann ist das, dann haben wir da schon etwas falsch gemacht. Also bis heute hatte ich aufgrund guter Vorarbeit es geschafft, dass kein Angreifer, kein eventueller Attentäter an meine Schutzperson rankommen konnte. Also ich kann sagen, bisher hat bei uns alles perfekt geklappt, weil wir ein starkes Team haben. Und das hat auch, das haben auch unsere Politiker, die haben sehr, sehr gut ausgebildete Polizisten, die für die Sicherheit unserer Politiker sorgen. Michael Kur, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke und für ja, die Erzählungen. Gerne.